Grüße, lieber Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors im Spiel Clash of Clans. Ja, unser CK ist vorbei und wir haben den letzten CK auch gewonnen, nämlich 49-45. Wir gehen auch mal rein. Für die Statistiker unter uns, wir haben ja jetzt in den fünf letzten CKs dreifach XP bekommen und ich hatte mir das mal notiert. Wir haben insgesamt 3.372 EP bekommen insgesamt und hätten eigentlich nur in den 5 CKs 1.124 dann bekommen, wenn man das mal runterrechnet und dividiert. Und von daher war das schon eine gute Sache, auch wenn wir es nicht wirklich brauchen. Aber es hat uns natürlich einen extremen Schritt nach Level 13 gebracht. Aber wir gucken mal rein. Und ihr seht selber, wir sind mit einer Base hier nicht angegriffen worden und haben eigentlich im oberen Bereich gut angegriffen, schöne 2 Sterne, ab und zu sogar auch mal 3. Hat der Gegner natürlich auch gemacht, muss man fairerweise dazu sagen. Also auch der Gegner hat hier den Waveliner gedreiert und auch, ich glaube, hier unten den Marcel gedreiert, also beides RH10er. Und das konnten wir aber kontern. Wir haben auch teilweise, also deswegen steht oder heißt der Titel eigentlich auch, dass er sehr knapp war, also das Ergebnis hier ist nicht eindeutig gewesen, sondern der CK stand schon auf der Kippe am Ende, was die Angriffe anging. Und der Gegner hatte bis relativ weit vor Schluss noch alle 6 hohen Elfer, oder ich glaube es waren sogar 8 hohe Elfer Angriffe übrig. Und da sind auch die Sterne für den Gegner gepurzelt. Also er stand kurzfristig auch mal, ich glaube es war bei 45, 42 hatte ich mal reingeschaut. Und da hatten noch 5 Elfer, glaube ich, Angriffe offen vom Gegner. Also das war jetzt nicht eng. Ein paar mehr gute Angriffe vom Gegner im RH11-Bereich, aber so gut waren sie dann da auch nicht besetzt. Und der CK hier hätte auch ganz gut andersrum ausgehen können. Aber wir haben zu guter Letzt mehr die Dreier gehabt, höhere Prozente gehabt. Und der Gegner hat dann leider auch gefailt. Also nicht ganz gefailt, sondern er hat es halt nicht geschafft, bei uns die hohen Rathäuser dann zu 3 Sternen und musste dann schon relativ tief gehen. Ich glaube, den Avatar hat der zweite gemacht vom Gegner und das spricht schon mal dafür, dass die unteren nicht so gut angegriffen haben und die oberen halt nicht so super stark sind, um unter Umständen 3 auf eine 10er Base zu holen. Also ist immer fragwürdig. Die haben wir auch, solche Chars, wo wir sagen, Mensch, ein 2er auf eine 11, eine 11er Base, ja, das schaffen die Leute. Aber ein 3er auf eine 10er Base ist dann eher schwierig. Und ich finde das hier mal wieder gut, dass der King hier mit Packers angreift, der King Kong Dorm 89. Und sieht man ja eher selten, die Packers. Eher dann, wenn im RH8er Bereich, aber wenn sich die Base anbietet und hier mit Bowlern und den Hocks dann noch im Gepäck, schön mit Heiler. Ach nee, war ein Gohock. Nee, war ein Packerwalk mit Hocks. Oh, Entschuldigung. Oh, da habe ich mich gerade verguckt. Ich sehe es jetzt erst. War ja ein Packerwalk mit Hocks. Okay, dann sieht man die Packer natürlich öfter. Aber so ein lupenrein Go-Vibe habe ich jetzt schon länger nicht gesehen. Aber ihr dürft gespannt sein. In der Folge morgen werden wir einen Go-Vibe drin haben. Da lasst euch mal überraschen, von wem. Und schöne 3 Sterne hier, 20 auf 16, also richtig schön hochgegangen. Konnte man an der Stelle aber auch machen, weil der 20er vom Gegner nur ein Level 8 war und hat dementsprechend eigentlich nichts bei uns machen können, aber wir viel bei ihm, nämlich 3 Sterne holen. Und das hat hier aber auch der WW8 gemacht. Den schauen wir uns mal ganz an, würde ich sagen. Denn so ein schöner RH10-Angriff hier mit ordentlich Valkyren im Gepäck und einem vorangehenden Queenwalk gegen eine ganz gute RH10-Base. Zumindest sehe ich die Infernos dort auf 3. Ich sehe die X-Bögen auf 4, zumindest 2 Stück. Einer ist noch auf Level 3. Und den Rest der Base noch nicht so stark. Luftdef ist aber sehr stark.
Aber da geht sicherlich noch einiges hier beim Gegner. Wie gesagt, der Gegner hatte nicht ganz so starke Helden teilweise. Vor allen Dingen im oberen Bereich, denke ich mal, da fehlen dann die Helden, denn die sind nach wie vor der Schlüsselpunkt hier im Spiel. Und können so ein Match hier schnell mal drehen. Auch der WW8 zeigt das hier. Kommt jetzt richtig schön mit den Valkyren hier in die Base rein. Und die haben gar keine andere Chance, als sich hier durch die Base zu fressen. Schön nochmal der Sprung hier im hinteren Bereich. Mal sehen, ob der noch funktioniert hat. Mal gucken, ob die da über die Mauer springen. Ja, das tun sie sogar. Ja, die eine Valkyre da, aber leider von der Kanone mitgenommen worden. Und jetzt machen King und Queen Regeln hier ziemlich lange. Aber es sind noch ein paar Valkyren am Start und die Bowler auch noch, die er dabei hatte. Golem tankt sogar noch so ein bisschen. Wird jetzt aber gleich auch sterben. Da springen die. Ah, schade, jetzt springen sie nicht noch über die Mauer. Da ist der Sprung gerade so abgelaufen bei den Valkyren oben. Ah, Mist. Also. Und der ist schon. Ah, nee, der Sprung ist noch auf Level 2, so wie ich das sehe. Auf Level 3 liegt er fast eine Minute da. Also 59 Sekunden, meine ich, sind es. Und aber die Valkyren schneiden hier immer noch gut durch und haben natürlich auch gut Hitpoints oben. Außen ist noch eine Valkyre oben. Die Bowler werden jetzt das Rathaus machen mit den Valkyren. Es gibt zwar noch guten Beschuss, aber der eine kleine Goliath hat noch getankt und die Queen ist noch voll. Die Queen ist noch voll, ist zwar schon gezündet, aber jetzt sind auch nicht mehr so die wilden Dev-Gebäude hier in der Base. Und mit den vielen Heilern, ich glaube, die Queen hat noch keinen Heiler verloren. Macht die jetzt auch den Rest hier in den 38 Sekunden. Ich hatte den Angriff auch noch nicht gesehen, deswegen habe ich den gerade mal ganz durchlaufen lassen. Das sieht wirklich gut aus. Also beeindruckend, wie weit die Queen nach wie vor mit dem Queen War kommt. Genervt ist das Ganze ja schon ewig nicht mehr worden. Außer, dass die Heiler halt die Luftfallen wieder auslösen. Aber wenn an die nichts gerät und die nicht extrem weggefegt werden, dann hat er natürlich auch eine 28er Queen überhaupt keine Probleme hier durchzukommen. So, jetzt noch eine Feger Queen. Und dann war es das hier. Super 3 Sterne hier, RH10 auf RH10. Ja, tolles Ding. Und die helfen auf jeden Fall immer weiter, vor allem im RH10 Bereich. Im RH11 Bereich ist das nicht immer so. Aber der Oleg hat hier endlich Oleg mal wieder gezeigt, dass er auch eine RH10 Base 3 kann. War zwar eine enge Kiste, aber es war ein schöner Angriff und ich denke mal, Oleg hat, wenn ich mir die Truppenkombi so angucke, sich doch ein bisschen was von unseren guten RH11 Angreifern abgeguckt und hat das hier auf dieser Base gut umgesetzt, wie ich fand. Schöne RH10 Ringbase hier. Und ich glaube, er hat jetzt auch mal so ein bisschen mehr die Ruhe bewahrt bei diesem Angriff. Ist also gar nicht hektisch geworden oder so. Auch in dieser Phase nicht, wo immer noch keine Truppen in der Base sind. Aber die Riesen hier jetzt durch die Base durchgehen ohne Mauerbrecher. Er hatte nur 2 Stück mit, die sind leider gefehlt. Aber jetzt geht hier die Masse der Truppen in die Base rein und cleart hier im Ring. Ja, mal gucken, ob die Bowler nicht jetzt schon reingehen. Denn wenn natürlich innerhalb der Base Clanburg rauskommt, Bodenclanburg, dann gehen natürlich auch die Bodentruppen auf diese und wenn die dann Richtung Mitte gehen, dann sind sie natürlich schon mal drin. Das war hier noch nicht der Fall. Er schickt hier jetzt erst seine Hexen, warum auch immer, und die vielen Valkyren und die gehen jetzt nahenlos hier in die Mitte und räumen hier auf. Ja, das sieht gut aus. Hat jetzt zwar kein Heil mehr, kann den King noch zünden, aber da sind jetzt so viele Skellies. Und noch die Valkyren, die springen jetzt nochmal durch die Base durch, hier hinten in den hinteren Bereich. Und wenn die hier noch ein paar starke Dev-Gebäude machen, aber der Drachen lebt immer noch. Aber der Drachen hat echt lange gelebt und hat hier natürlich für ordentlich Unruhe gesorgt. Jetzt müssen wir aufpassen, wer jetzt eigentlich letztendlich den Drachen macht, denn die Skellies lenken schön ab. Und die Hexe erledigt jetzt endlich den Drachen. Ja, das ist natürlich gut gewesen am Ende hier. Ah, war das knapp. Und jetzt ist er endlich weg. Jetzt hat er da noch den Aufräumlaki. Der kann auch relativ weit gehen. Aber die Queen hier in Heilung, wie eben auch beim Kampf von WW8. Am Ende schön noch in Heilung. Und jetzt sind es nur noch 2 Dev-Gebäude, zumal
er noch den Luftlaki hat, also die Kanone wird in jedem Fall sterben, außer da ist noch eine Luftbombe. Aber ich glaube, da war nichts mehr und die Queen schafft das aber und so waren das die schönen 3 Sterne. Auf den RH10 von Olig. Super, das hat uns richtig nach vorne gebracht, dieser Dreier hier. Der war nämlich an so einer Stelle, wo es kippelig und wackelig war. Also wo der Gegner stark nach vorne kam und wir ihm jetzt mal wieder ein bisschen was entgegensetzen mussten und das haben wir auch gemacht. Und das war auch ganz gut so. Ah, der Maste, ja, den haben wir gestern gesehen. Ich zeige jetzt auch mal seinen zweiten Angriff, sonst rollt er ja rum, womöglich. Nein, das stimmt natürlich nicht. Aber auch ein schöner Dreier hier von Mastengo. Und der hat auch selber gesagt, damit hat er seinen 1 Stern von gestern Abend wieder weggemacht. Hat er auch. Auch das hilft natürlich, einen Dreier auf eine RH11-Base. Wenn auch noch nicht so super stark, ist es ein RH11. Es hat auch die Größe. Und hat auch die entsprechende Dev. Man darf auch nie vergessen, auch die Gebäude sind ja nicht Dev-Gebäude, aber sie haben mehr Healpoints als andere Gebäude in dem Bereich und die muss man erstmal runterballern, denn auch das kostet ja Zeit. Hat jetzt aber die Queen schon mal schön am Laufen. Was ich mich immer frage, wenn ich diese Angriffe sehe, die jetzt ja erstmal hier hinten noch ganz entgegengesetzt der CB sind, wie schafft man eigentlich jetzt noch die CB, wenn da Luft-CB drin ist und ich habe fast kaum noch Luft, also die Queen muss schon überleben. Oder der Gift muss extrem gut sein, oder es müssen da Bodentruppen rauskommen. 1 von 3 oder 1 von 4. Aber die Queen geht echt gut durch und die ist gleich. Also das war der Hammer, wie knapp er gerade den Warden gezündet hat, damit alle Truppen überleben. Jetzt hat er die Queen gezündet und die Queen ist jetzt im Fokus gleich vom Inferno und er kann sich noch nicht mehr ganz aufladen. Der Freeze war vielleicht ein Millimeter daneben, aber hat er echt Glück. Die Queen ist durchgegangen, hat die Clanburg, hat er gefriest, so kann man es ja auch machen, und gegiftet. Das heißt, der Drache hatte jetzt nicht mehr so viele Heatpoints und hier oben auf der Seite gehen nach wie vor die Bowler-Truppen mit den extremen Massen von den Skellies gnadenlos hier durch diese Base durch und rocken hier richtig ab, also räumen gut was weg. Ja, sauber. Man müsste eigentlich auch mal zusammenrechnen für so Statistiker, wie viele Sterne machen wir eigentlich, aber ich glaube, ich habe da schon mal eine Statistikseite gefunden, wie viele Sterne wir insgesamt gemacht haben. Man muss natürlich auch immer eigentlich die mitrechnen, die nicht mehr bei uns sind und viele Sterne geholt haben. Aber in letzter Zeit läuft das bei uns eigentlich ganz rund. Zwischendurch haben wir 2 Mal verloren. Das war vielleicht ein bisschen unglücklich, aber das gehört auch dazu. Und wenn man dann wieder in die Spur kommt, so wie jetzt, dann ist alles wieder gut. Unser nächster CK-Gegner, den analysieren wir gleich mal, ist eine starke Nummer. Also ich denke mal, da haben wir etwas mehr zu erwarten als von diesem Gegner. Und mal sehen, ob wir den auch so gut schlagen. Also 49, 45, absolut in Ordnung. Der Sieg geht für uns in Ordnung. Wir spielen ein 20-20 gegen einen 12er-Clan aus England. Keine schlechte Truppe, muss ich sagen. Ich glaube, es gibt Rathausvorteile, gibt es im Moment nicht. Wir haben 7 Elfer und 7 Elfer hat der Gegner. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rathäuser 10. Eigentlich 7 Rathäuser 10 auf der anderen Seite. Da haben wir nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah doch, wir haben doch 7. Wir haben auch 8. Wir haben 9 mit dem Dan, der ist 9 halber. Und dann haben wir einen AFA und haben hier unten noch einen 9er. Der Gegner hat hier unten einen 8er. Also man kann dann eigentlich immer schon mal sagen, zwei Angriffe weniger, den diese 3 hier irgendwo kompensieren müssen. Aber dieser hier wäre jetzt der Gegenüber vom AFA und ist schon eine Nummer. Denn so eine 35er Clanburg, die musste erstmal bringen. Jetzt lass mich mal überlegen, 14 Truppen hatte schon drin. Ich gucke gerne auch mal zwischendurch in die CKs rein, was der Gegner so in den CBs hat, denn, oh, das hat man gerade geknackt, denn dann kann man mal ein bisschen mitrechnen, na, 14 Truppen, was könnte das sein, was ist 14 Truppen stark und dann kann man mal ein bisschen rechnen, was er unter Umständen schon in der CB hat, aber schon eine starke RH9 Base hier, so würde ich es eigentlich mal bezeichnen. Ich muss gleich noch einmal
durchzählen, ob hier schon 10er Dev mit dazugekommen ist. Und ja, durchaus machbar. Aber schon eine harte Kiste, da muss ich mal gucken, wie ich da rangehe. Das wird sicherlich aber ein spannender CK, denn der Gegner ist gut. Hat auch viele Siege, wir haben 2,38, der Gegner 2,56 bei 3er Winstreak. Und wir beim 1er Winstreak, also na, ist schon das auf Augenhöhe, würde ich sagen. Auch die oberen haben, spielen in hohen Ligen, haben viele CK-Sterne, weit über 1000 teilweise. Und das wird sicherlich ein spannendes Match hier. Da können wir gespannt sein, wie das hier dann ausgeht. Beim NABS tut sich gar nichts, ich fahre ein bisschen rum. 35.000 jetzt nach den paar Tagen ist ein bisschen wenig. 4 Tage 23 noch für meinen Dicken. Muss ich mal gucken. Aber Bobs laufen noch 2 Tage, 2 Stunden. Ich werde sicherlich mal ein Mäuerchen zwischendurch machen. Und dann, denke ich mal, wird das hier auch weitergehen. Wenn euch die Folge gefallen hat mit dem eigentlichen zweiten Teil, da kommt ja mal ein Teil dazwischen, weil ich natürlich so ein bisschen mal nachhänge mit dem Drehen, dann lasst mir trotzdem einen Daumen nach oben da. Wer noch kein Abonnent ist, am Ende des Videos könnt ihr mich abonnieren. Und morgen kommt wieder eine Special Skifolge, aber da könnt ihr gespannt sein. Wird ein richtig schönes Ding. Bis dahin, euer Toto. Clashed.